einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und ich werde, denke ich, tatsächlich hier noch eine Ladung Kartons draufballern. Dann haben wir wenigstens ordentlich geladen. Und dann lohnt sich's auch, wenn wir ins Zentrallager fahren. Dann werden wir auch mal 6 Paletten auslagern. 4 Paletten nur. Ach so, stimmt, die sind ja größer. Hat aber der Masai schon ordentlich zu schaffen. Ne? Muss man schon sagen. Jetzt mal, dass die unterwegs nicht runterfallen. Schwerpunkt relativ hoch auf dem kleinen Anhänger, könnte eine Gefahr darstellen. Und wie gesagt, der Masai, der hat hier auch ordentlich zu kämpfen mit den Kartons. Hätte ich vielleicht erst die Kartons laden sollen und dann das Papier. Aber ich werde jetzt mit Sicherheit nicht alles wieder umladen. So viel Langeweile habe ich nicht. Und vor allem auch nicht so viel Zeit, ja? Also das ist ja auch so ein Faktor. Hoffentlich kommt der Polizist mir nicht in die Quere. So. Dann gucken wir mal.
Hoffentlich bleiben die oben. Also wie gesagt, der Schwerpunkt von dem Anhänger ist relativ hoch jetzt. Oh, der schaukelt ordentlich. Ja, aber der Xerion hat ordentlich Gewicht, also von dem her könnte da auch alles gut gehen. Gleich machen wir die Warnleuchten mal an und wir gehen im Tempomat ein bisschen runter. Nehmen wir mal 30. Blinker machen wir auch noch an, dann sollte das vielleicht sicher sein. So, gerade Strecke können wir Vollgas geben. Da passiert eigentlich nichts. Die Ladung sollte sich nicht aufschaukeln. So, wir haben jetzt noch 100.000. Ich würde eigentlich gern ein bisschen Geld sparen, um dann in ein weiteres Feld zu investieren. Hä, warum steht denn unser LKW hier? Interessant. Mal ein Tor auf. Passe ich da überhaupt rein? Alter, kann ich die jetzt hier auch nicht abladen? Das ist doch ein Mist, ist doch das hier.
Ey, der muss auf jeden Fall. Ja, weißt du, die haben hier nicht mal im Zentrallager haben die einen Stapler, ey. Was ist das für eine Organisation hier? Was ist denn hier los? Alter. Reines Chaos hier. Mal gucken, ob ich die wieder hingestellt bekomme. So. Jetzt hauen wir die hier noch rein ins Lager und dann ist erstmal Feierabend. Dann haben wir das erledigt. Okay. Von beiden 64.000 drin. Das ist schon mal gut. So. Klappe zu, hier auch noch. Perfekt. Hi. Was war das denn? Ich war abgelenkt. Alter! Der, also, ich meine, die Achse, die ist jetzt wahrscheinlich. Moment. Scheiße. Ist ja was Gutes dran, ist ja meiner. Das ist auch nicht hier LKW, ne? Wie nicht? Ihr LKW ist ja schon verfrachtet worden. Also der ist jetzt schon beim Gutachten, glaube ich. Okay, der LKW? Das ist hier vom Landtag. Ich ruf mal eben kurz die Polizei an. Scheiße. Ah. Naja, wie das weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.